Willkommen zurück zu Lufia. Diesmal sind wir im Turm der Wahrheit. Ups, falscher Part. Nein, jetzt werde ich mal gucken, ob sich meine Vermutung bestätigt, denn wir werden uns nach Portravia warpen, wo es dann zu Lexis geht, der uns dann ein Luftschiff baut oder so. Ich meine, er ist doch in Portravia, oder soll ich zu Lexis Labor oder Shias Labor? Oder. Da sind alles so viele Forscherstädte. Oder zumindest klingt so. Was waren nochmal Shias Labor, bitte? Wenn das mit Portravia nicht funktioniert, dann gehe ich zu Shias Labor. Und dann, ja, gucken wir es mal. Mirkus Labor, also das ist Mirkus Labor, toll. Gut, dort sehen wir auch Lexis und dann geht's los. Oh Gott, ich konnte mir merken, dass das Portravia heißt, Portravia. OM, du bist sicher wegen der Todesinsel hier. Todesinsel? Ich habe gedacht, es wäre besser, den teuflischen Ding einen Namen zu geben. Ja. Yeah. Lexis, ich muss auf die Todesinsel, ich habe keine Wahl. Das habe ich mir bereits gedacht und habe an den Plänen gearbeitet, um Exerion in ein Luftschiff umzubauen. Bitte? Das Schiff soll in der Luft fliegen? Nicht fliegen, fahren. Wir werden Exerion an einen riesen Ballon hängen. Aber wir brauchen einen anderen Motor. Der alte wird nicht ausreichen. Kannst du noch einen Motor entwickeln? Ja, aber das würde lange Zeit beanspruchen. Also ist die Sache aussichtslos, oder? Nein, nicht wirklich. Es gibt noch eine kleine Chance. Welche? Im Norden liegt das kriegerische Königreich Taru. Ihre Technologie ist sehr weit fortgeschritten. Sie sollen große, kraftvolle Motoren haben. Damit treiben sie ihre grausamen Panzer an. Meinst du, die geben uns einen Motor? Nein, bestimmt nicht. Gerüchte besagen, dass Taru die Welt erobern will. Schon wieder, Verrückte. Wie bekommen wir dann einen Motor? Wenn es auf die freundliche Art nicht funktioniert, dann... Stimmt es, wird uns nichts anderes übrig bleiben als... Ey, wie will Taru die Welt erobern, wenn sie denn... Okay, ich weiß nicht, ob sie von dem Höllenfürsten überhaupt Bescheid wissen, aber... Vielleicht meinen sie ja, mit ihrem Panzer eine Chance zu haben. Als was? Hattest du etwa eine Idee? Naja, wir könnten uns den Motor ausleihen. Ohne Erlaubnis. Bei uns zu Hause nennt man das Diebstahl. Und wenn wir erwischt werden? Wo ein Schwert ist, findet auch bald ein Weg. Ich weiß nicht so recht. Ey, die Welt ist in Gefahr und du willst also... Naja. Dieses Königreich Taru will die Welt erobern. Und wir kämpfen für den Frieden auf dieser Welt. Der Zweck heiligt die Mittel, ne? Also können wir uns doch von diesem feindlichen Land einen kleinen Motor ausleihen, oder nicht? Berät Lexis, wie kommen wir nach Taru? Das sieht ganz bestimmt nicht einfach. Also wie nun? Man sagt, es gibt einen geheimen Weg nach Taru. War in der Nordhöhle in... Ey, komm. Wie kommst du denn darauf? Wie heißt sie nochmal? Selan? Boah, ich vergesse gerne den Namen von ihr. Ich meine, Nordhöhle Danubia? Da musst du mir ein bisschen mehr sagen. Also, ich arbeite weiter. Ich werde einfach nach Danubia porten und gucken, was das ist. Oder war diese Nordhöhle das, wo dieses Königreich mit dem Feuerrubin war? Oh Gott, ich habe auch gerade irgendwie Probleme, das alles vorzulesen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ich einfach mal meine Brille nehmen. Ich habe ja eine Brille. Weil ich nicht so weit sehen kann. Ja. So. Dann erstmal Zauber und... Oh Gott, wie gestochen scharf Luffy aussieht. Das ist ja so ein großer Unterschied. Nein, aber wirklich, wenn man vom PC hängt, dann sieht man alles ein bisschen anders. Schwer zu erklären. Ja, verschwommen halt. So, dann warp ich mich nach Danubia und dann hoffentlich kriegen wir wieder Action wie Ping, Ping, Laser. Ich meine, es ist irgendwie moralisch verwerflich, wenn ich mich drauf freue, wenn die Charaktere in diesem Spiel sterben oder eine Insel zerstört wird. Ich hatte voll Bock drauf, weil irgendwie ist da nie Story in dem Spiel. Aber irgendwann muss ja Story kommen, ne? Ah, das Danubia mit dieser verrückten Königin, die erst den Feuerrubin haben wollte und dann plötzlich keinen Bock mehr bekommen hat. Okay, dann... Wo ist die Nordhöhle? Flüchtet. Ja, ja, ja. Ist gut, ist gut. Muss ich jetzt etwa durch die ganze Nordhöhle? Das könnt ihr mir nicht antun, Leute. Ey, das ist nicht zu fassen. Okay, ich weiß nicht mehr, was alles in der Höhle war, aber war es nicht dieser Dungeon mit den Gegnern, die uns One-Shot gekillt haben? Und die Rätsel sind auch nochmal draufgesetzt. Und dann nochmal diese... Wie ging die Scheiße nochmal? Ah, Krebse! Oh Gott, ich soll das jetzt alles nochmal machen? Ja, das könnt ihr mir nicht antun. Schwindekrebs. Moment, wir müssen den irgendwie betäuben. Ey, du... Ihr verfickten kleinen Viecher. Ihr seid doch viel zu schwach. Warum verfolgt ihr mich? Ihr sollt wegrennen. Oh. Okay, okay, ihr wollt nicht anders. So, damit haben wir die Krebse erledigt. Hab auch viel Leben verloren. Nicht besonders. Gott... Oh Gott, und dann sind auch noch verschiedene Wege und ich weiß nicht, wo lang... Alter. Oh
Okay, ich hoffe einfach mal, dass ein paar der die größten Rätsel zumindest gelöst werden, weil warum tut man einem sowas an? So, Blume gelähmt. Ey. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich sagen soll. Oh, das war mit diesem Auge. Oh Gott, ich glaube, ich mache erstmal auf Pause und wir sehen uns dann am anderen Ende der Höhle. Ich kann euch das nicht antun. Und hollerö nochmal, ich habe nochmal die Komplettlösung geguckt, bevor ich diesen Scheißgang zu Ende gegangen bin, um zu gucken, ob das dann wirklich stimmt. Und dort steht, dass man sich den Weg gleich sparen kann und man den Kontinent lieber umsegeln soll, weil die Brücke eh kaputt ist. Ich wusste mich irgendwie, dass da eine kaputte Brücke war, also eine Brücke, wo Wasser zwischen war. Und tschahaha. Also, das ist ein bisschen fies, ich glaube, das ist Absicht von den Entwicklern, um die Spielzeit zu strengen. Weil gibt es überhaupt einen Spieler, der, wenn er nicht die Komplettlösung hat, nicht mal da vorbeischaut, weil der Dungeon ist echt scheiße lang. Ich habe angefangen, in die Komplettlösung zu gucken, als ich, oh, kennen wir den Berg eigentlich schon? Berg der Blumen, ja, ach, der Berg. Der blumige Berg, ja. Ja, das mache ich jetzt lieber, damit ich keine Gegner-Zufallsbegegnung habe. Ja, aber ohne Komplettlösung... Warte mal, das ist so ein kleiner... Ups. Was mache ich da für einen Scheiß? Ich soll den Kontinent gefälligst umsegeln. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, das da... Da seht ihr dieses Loch oben rechts. Ich glaube, da muss ich lang. Da stand nämlich ein geheimer Durchgang oder irgend so ein Scheiß. Oh Gott. Das ist typisch, weil ich habe mir schon gedacht, Taru, so ein Königreich... Ich meine schon, in Lufia die ganze Welt erkundet zu haben. Zwar gibt es keine World Map, was ich an Lufia echt bemängel, aber... Hey, ich bin schon mal überall irgendwo hingeschwommen, um was zu suchen. Und alles kommt mir bekannt vor. Oh, Nixon, toll. Wahrscheinlich sind es die Geister der verstorbenen Nixon, die mich jetzt heimsuchen. Oh, oh, Moby Dick und der weiße Wal. Naja, das möchte ich ja eigentlich jetzt verhindern, hier Zufallsbegegnung zu bekommen. Was ist das für ein Turm? Ich bin einfach interessiert. Opferturm. Ach, da, ja, stimmt. Wo Deka beklagt hat, dass niemand für... genau, dass kein Mädchen für ihn da ist oder so. Naja, dann, ich denke mal, wir sind gleich... Gott, wo muss ich lang? Ich weiß ja nicht, wie weit ich den Kontinent umsegeln muss. Ach, das ist ja die Nordhöhle und das ist der Hintereingang. Jetzt tauchen wir unter. Und da geht's rein, Suppi. Ach, das ist doch echt fies. Ich weiß nicht, wie lange man dafür braucht. Bestimmt rennt man durch die ganze Scheißhöhle, die so ewig lang dauert und am Ende dann... What the fuck? Und danach rennt man wahrscheinlich weiterhin durch die Höhle, um zu gucken, ob man da irgendwas in der Höhle machen kann. Und dann ist es hier so eine Unterwasserhöhle am anderen Ende. Hm. Mir fiel ein, da gab es doch noch andere Strömungen in der... Da, das ist die zerstörte Brücke, genau. Supi, so geht's also. Kann man die auch jetzt irgendwie reparieren? Mit den... Ja, ja. So, ich weiß nicht, ob uns ein Dungeon erwartet. Dann ist es ja so, als würde man den Dungeon noch viel länger strecken. Also der Dungeon war von Anfang an Monster-Dungeon. Wow. Momentan gehe ich ja nur irgendwelche Treppen, gerade Gänge und sehr clever ausgelegte Teppiche. Oh, wir sind im Königreich. Dann haben sie wohl einen geheimen Angriffstunnel gebaut, um Danubia anzugreifen, oder was? Das ist... Wer bist du? Dann waren das wohl die Ritter. Man wird ja von drei Rittern angegriffen. Und ich glaube, dann sind die aus dem Königreich, die den Feuerrubin gestohlen haben. Es fügt sich alles zusammen. Nein. Hey, ihr Fremder, nicht bewegen! Wir schicken sie ins Land der Träume. Einverstanden. Narkose! Boah, Selan regt mich echt mit ihren Scheißzauber auf. Im Kampf hat der gar nicht so große Wirkung. Ach, das waren die Ritter, die das gemacht haben. Oh, okay. Das ist ein bisschen merkwürdig. Kann hier jeder Arsch Narkose? Es gibt heutzutage zu viele Diebe. Wir haben bald keine Zellen mehr frei. Ja, für euch ist alles ein Dieb, weil ihr seid ein kriegerisches Volk. Das dritte Reich von Lufia halt. Hey, seid ihr in Ordnung? Klar, mir geht es gut. Faszinierend, ich hätte nie gedacht, dass wir mitten im feindlichen Schloss herauskämen. Manchmal überraschst du mich wirklich. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, wir sind noch in einem Dungeon voller tödlicher Gegner und so weiter und so fort. Hallo ihr da, seid leise. Ach, das sind die Diebe, die man vor... 20 Stunden noch in irgendeine Quest getroffen hat. Die Leute heutzutage wissen sich einfach nicht mehr zu benehmen. Das ist wohl wahr, Berti. Ah, ihr seid es. Uff, du bist der Typ aus dem Schloss. Kennst du die beiden? Sie haben die Krone des Königreichs Lunaria gestohlen. Du machst Scherze, das waren die beiden? Ihr kennt auch echt jedes kleine Völkchen, oder? Also Selan, ja, die Welt ist auch so klein. Und dank dir haben wir die Krone nicht mitnehmen können. Hätte ich euren Diebstahl einfach ignorieren sollen?
Wie zum Teufel kommen die beiden denn jetzt eigentlich hierher? Ja genau, ihr müsst wieder irgendwas Dummes angestellt haben. Was Dummes? Habt ihr was Dummes da angestellt, M und Gruppe und Party und Co? Nein. Was denkst du dir so? Wir drehen hier nur große Dinger, denn wir sind Berti und Boris. Schon gut, wir wollten wieder die Krone haben, deshalb sind wir hier. Ach, ich habe keinen Bock mehr vorzulesen. Wir sind raffiniert, je schwieriger das Ziel, desto mehr Spaß macht es. Das ist meine Kunst. Aber sie haben euch doch erwischt, oder? Mein raffinierter Plan ist schiefgegangen. Das ist alles. Warum seid ihr Wohltäter eigentlich hier? Ihr wisst von dem Motor. Naja, wir haben uns etwas verrechnet. Warum wissen ja nicht, dass wir was stehlen wollen? Wir sind doch nur rausgekommen. Genau, Selan. Kannst du den Fluchtzauber anwenden? Nein, er ist blockiert. Der Kerker wurde mit einem mächtigen Zauber versiegelt. Also für mich sieht er aus wie jeder, wie jeder andere Kerker. Ihr Helden könnt eben nur kämpfen, aber ein Schloss aufmachen, das könnt ihr nicht. Warum seid ihr dann immer noch hier? Los, flüchtet doch, falls ihr das Schloss aufbekommt. Pah, das Ding öffne ich mit verbundenen Augen. Warum haut ihr dann einfach nicht ab? Die vielen Soldaten im anderen Raum beobachten uns. Sobald die weg sind, können wir flüchten. Wir sind mal... Ja, verabscheuen Gewalt. Ja, immerhin haben wir noch nicht gegen die gekämpft. Öffnet die Tür und verjagt die Soldaten. Ich warte. Also ich schätze, wir müssen jetzt beweisen, dass wir richtige Kerle sind. Aus dem Weg! Dieses Schloss ist weich wie Butter. Das ist keine Herausforderung für mich. Ich frage mich jetzt, wie die Tür aufbekommen haben. Vor allem lässt sich die Tür nach oben ziehen. What the fuck? Wenn wir wollen, können wir alles tun, was wir uns vornehmen. Bis später, ihr Flaschen. Vielleicht haben sie ihnen ja auch nicht alle Gegenstände abgenommen. Sie haben sich aus dem Staub gemacht, aber die Tür ist noch offen. Sie sind halt ein bisschen doof. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier raus. Ich frage mich, ob es den beiden gut geht. Egal, was war jetzt mit 5 Wachen, die davor standen? Scheiß drauf. Oh, 2... Alles Gefängnisleute, die gleich aussehen. Als Insassen, meine ich. Wie seid ihr da rausgekommen? Wir dachten, wir könnten den Panzer stehlen, aber das war zu schwer für uns. Oh, und Speicherpunkte. Ich nehme an, das hier wird jetzt ein Dungeon sein. Boah, heute habe ich es auch irgendwie richtig fett mit der Aussprache, so ein bisschen. Wow, ich speichere mal normal. Ich weiß auch nicht, momentan bin ich ein bisschen mit der Stimme angeschlagen. Wie gesagt, ich sollte noch für jemanden etwas dubben, aber das geht gerade gar nicht mit der Stimme. Aber deswegen let's play ich jetzt. Aber da muss ich auch nicht wirklich eine gute Stimme zeigen. Was zum noch mehr Ausreißer, wie ich sehe? Ihr seid nicht besonders weit gekommen. Sei still, wir wissen schon, was wir tun. Flucht ist ein schweres Verbrechen, wir werden euch bestrafen, wie diese beiden. Seid ihr dessen nicht so sicher, mein Freund? Wieder 4 Ritter. Sind es dieselben wie letzte Mal? Söldner heißen sie. Oh mein Gott, ein Königreich, was nur aus Söldnern besteht, oder was? Ein bisschen merkwürdig, oder? Wenn es sein muss. Also, soweit ich weiß, war es in Lufia immer so, dass mehrere Gegner hier echt, Wasserdrachen. Probieren wir es mal. Dass mehrere Gegner hier echt mickrig waren und wirklich schon fast so wie normale Gegner. Man erinnert sich an die Eisdrachen, an die 4 Ritter, an diese 4 Söldner jetzt. Ich hoffe, es wird nicht allzu stark, also wird jetzt hier nicht allzu schwer. Aber sie nehmen wenig Schaden. Wahrscheinlich setze ich die falschen Zauber ein. Und meine Zornattacke ist auch voll aufgefüllt. Das war's schon. Komm, das ist kein Endgegner. Frostfee. Und das war's mit euch. Ihr macht 37 Schaden. Okay, das könnten genauso gut normale Gegner sein. Ja, ja. Typisch. Ihr erhält 10.000 Erfahrung, ja? Die Erfahrung sagt's ja auch noch. Das war ein normaler Kampf. Ich sehe, ihr könnt immer noch ziemlich gut kämpfen. Ihr könnt nach den ganzen Prügeln noch sprechen, könnt ihr auch noch laufen. Na klar, ich hab dir doch gesagt, wir können was... Wir wissen, was wir tun. Boah, was meine ich? Ich hab's... echt Probleme gerade. Das sind wirklich harte Jungs. So waren sie schon immer. Ja, sahen sie echt schon immer. Wirklich. Solche Stehaufmännchen, die immer wieder im Spiel vorkommen. Ich mag irgendwie dieses Prinzip so ein bisschen. Kennt ja jeder irgendwie aus Spielen. Wie in Golden Sun, diese komischen Diebe. Dann, was gab's noch? Es gab auch immer in Final Fantasy X2 so komische 3 Typen. 2 Typen und eine Frau oder so. Ja, es ist echt ein gern gesehenes Prinzip. Diese irgendwelche komischen Typen, die irgendwie ein lustiges Auftreten haben und gegen die man immer wieder kämpft. Wo sie eine Lachsumme sind. Ach Gott, ey. Dieses Dörp Dörp ist übrigens gerade mal eine Maus, die sich mal ein- und ausstöpselt. Ich weiß auch jetzt gerade nicht warum. Irgendwie habe ich ein lockeres Kabel oder so. Ey, sitzt euch mal an! Die Golems sind schwieriger als die Ritter. Die haben sogar meinen Chomp weggeprügelt.
Warum kämpfe ich überhaupt jetzt vernünftig? Das sind Goldgolems. Die müssten durch Lava eigentlich schmelzen. Ja, bitte sterbt. Sterbt. So. Jetzt heile ich mich und werde jeden einen anderen Kampf ignorieren. Ey, jetzt ist es mal wieder ein bisschen fett geworden. Ich könnte hier auch wieder Schluss machen, aber wie viel habe ich denn hier schon gemacht? Größtenteils habe ich nur vorgelesen. Oh, Oktopusse. Löwen. Und Geheimgänge. Und ich kann die aufspringen. Ey, als ob ich sowas nicht sehe nach 40 Stunden Lufia. Ich habe es ja gerade beim Speichern gesehen. Sogar über 40 Stunden. Schloss Taru 2. Oh, so viele Gegner. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Ich kann irgendwie Gegner nicht ignorieren. Also ich werde offscreen die Gegner verprügeln und dann sehen wir uns wieder.